Also Männlein und Weiblein spielen ja hier nicht irgendwelche Geschlechterrollen, wie man uns das weismachen will, sondern sie führen eben naturgemäß Aufgaben aus, um den Bestand zu halten. Sowohl Mann als auch Frau sind so, wie sie auf die Welt kommen, nämlich bereits mit fundamentalen Unterschieden richtig und perfekt. Diese biologischen, soziobiologischen und auch emotionalen Unterschiede, die sorgen ja auch für die Reibungen zwischeneinander, welche eigentlich das Salz in der Suppe sind und auch dafür sorgen, dass der eine den anderen nie voll verstehen wird und auch gar nicht muss. Ein wirklich dystopisches Szenario und man könnte sagen, in letzter Hinsicht ein Todeskult wäre die Angleichung von Mann und Frau. Also wie gesagt, die Macken, die beide Geschlechter haben, die erfüllen ihren Zweck. Und problematisch wird's für dich als Mann erst dann, wenn du aus welchen Gründen auch immer Zugeständnisse für deine typisch männlichen Attribute machst. Dann nämlich geht für die Frau der Zauber verloren und sie fragt sich einfach, was ist denn mit dem los? Schnell weg hier!